Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt die Weizentrocknung an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von den Modern Riggy Black und TDW Modding. Gibt es nur für PC und Mac, findet ihr in der Kategorie platzierbare Objekte und dann Global Company. Heißt im Umkehrschluss, ihr braucht auch den Global Company Basismod. Am besten in der neuesten Version, dass ihr das Ganze nutzen könnt. So, hier haben wir das gute Stück, Global Company, Weizentrocknung, 190.000 Euro in der Anschaffung, 300 Euro Unterhaltskosten am Tag. Beschreibung, diese 60 Watt 20 Meter großes Getreidelager beinhaltet auch einen separaten Platz für eure Maschinen. Das ist doch schön. Ihr seht schon, ich habe das Ganze hier platziert und auch schon ready gemacht, ne? Man kennt es ja. Wir haben hier vorne den Eingang für die Abladestation. Hier wird das Weizen dann abgekippt und hier drüben dann dementsprechend eingelagert bzw. getrocknet. Soweit so klar. Wir haben hier hinten ein Rohr, um das ganze getrocknete Weizen wieder rauszuholen. Auch klassisch, ein ganz klassischer Fall. Und ansonsten haben wir halt hier eine Halle, die ringsherum einfach nur zu ist. Wir können auch hier... Wenn ich hier rangehe und linke Maustaste drücke, ihr seht, da passiert nichts. Ich meine, ich gehe jetzt mal kurz aus dem Schwebemodus hier raus. Zack. Wenn ich hier drücke, ne, also ihr könnt das Tor in dem Sinne nicht zumachen. Also separaten Platz zum Unterstellen, wenn man jetzt diese Kanten hier sehen will, ja. Ansonsten eher so eine Standardbeschreibung. Wenn wir uns das Ganze in Global Company anschauen, sehen wir, das Ding ist relativ simpel aufgebaut, was aber nicht schlimm ist, beziehungsweise negativ ist, ganz klar. Wir haben... hier einmal den Einfluss von Weizen und den Abfluss von den getrockneten Weizen. Je 175.000 Liter, soweit so klar. Wenn wir uns das Ganze auch einmal hier mit anschauen, beim Thema Verkauf, er schreibt sich automatisch in eure Map mit rein. Ne, wenn nicht, müsst ihr das manuell eintragen, wenn es bei eurer Mod-Map nichts klappt, aber das müsste eigentlich passen. Und dann seht ihr auch schon, getrocknetes Weizen ist dann jetzt in dem Falle hier für 1,411, also 1441 an der Bahnhofstation zu verkaufen. Gut, schauen wir uns den ganzen Spaß an, wie es funktioniert. Machen einmal hier den Motor an. Dann fahren wir hier einmal drauf. Zack. Heben den ganzen Spaß hier mit rein. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier einmal anschauen. Na, gehst du auf. Seht ihr, 1000 Liter pro Stunde werden da verarbeitet. Also sprich, das Ganze kann sich auch ziehen, beziehungsweise zieht sich dann in dem Fall, wenn ihr das Ganze vollballert. Ihr seht jetzt aber hier, wir sind einmal alle. Bewegen wir unseren Hintern gleich mal hier hinten zum Entladerohr wiederum. Stellen uns da schon mal hin. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, sehen wir auch 59.000 Liter, 33% sind drin. So, stellen wir einmal die Uhrzeit ein bisschen hier auf früh mit ein, dass wir jetzt hier einmal kräftig durchspulen können. Und dann sehen wir auch, das Ganze wird kräftig verarbeitet. Wie gesagt, 1000 Liter pro Stunde zieht sich dementsprechend. Wir haben jetzt schon mal 5000 hier mit drin. Nach 6 Stunden insgesamt. Wir lassen einfach noch ein bisschen laufen. Bis hier an den Abend rein. 48.000 Liter, 11.000 Liter hier verarbeitet. Das funktioniert also alles in dem Sinne tadellos. Ich halte mal hier kurz wieder auf 6 Uhr oder 8 Uhr morgens mit rein. Ansonsten separate Soundkulisse und Co. haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Ist aber auch in dem Falle nicht tragisch. Wenn wir einmal in die Nacht das Ganze hier reinschauen. So. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier auf 0 Uhr, bitte. Dankeschön. Dann seht ihr auch, ist separat auch noch momentan ebenfalls noch nichts beleuchtet. Kommt vielleicht dann noch mit zukünftigen Updates. Wäre auf jeden Fall cool. Weil, wie gesagt, Lampen sind ja hier drin integriert. Hier haben wir auch einen Lichtschalter. Aber den habe ich ebenfalls nicht bekommen. Oh, Tür geht zu. Wunderschön. Alle, warte mal, mach ich hier mal kurz den. Und dann versuche ich mir hier nochmal an den Lichtschalter dran zu gehen. Tor öffnen, Tor schließen, das ist schön. Aber ihr seht, an den Lichtschalter tut sich ja momentan noch nichts. Kann doch wieder sein, dass ich zu blöd dafür bin. Wäre nicht das erste Mal. Aber weder jetzt hier noch da. Aber wie gesagt, Türen könnt ihr zumachen. Ist halt am besten, wenn ihr es hier von innen macht. Weil von außen geht's auch. Aber da müsst ihr halt wirklich ganz unten mit dran sein. So, prinzipiell haben wir jetzt hier schon mal 20.000 Liter verarbeitet. Ihr seht auch hier, Weizen getrocknet, eigener Fruit Type in dem Fall.
Und dann wird das Ganze hier wieder ausgegeben. Sieht aber meines Erachtens nach halt wieder normaler Weizen aus. Klar, ist ja im Endeffekt auch nur getrocknet. Und den könnt ihr jetzt halt überall verkaufen, wo er halt angenommen wird. Simple Geschichte. Lok ist sauber, wie ihr hier sehen könnt. Schreibt die i3D rein. Das war's dann auch schon. Ja, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.